Am 1. Januar 2020 ist das Finanzdienstleistungsgesetz, kurz FIDLEG, in Kraft getreten. Das FIDLEG hat erhebliche Auswirkungen auf die betrieblichen Prozesse von Vermögensverwaltern, denn es führt das Konzept der Kontrolle vor der Erbringung von Finanzdienstleistungen ein. Konkret verpflichtet das Gesetz Vermögensverwalter dazu, im Rahmen ihres Verwaltungsmandats für einen Kunden gewisse Kontrollen durchzuführen. Um zu wissen, welche Kontrollen für welche Art von Kunden angezeigt sind, muss der Vermögensverwalter zunächst Segment und Profil seiner Kunden ermitteln. Bei der Kundensegmentierung werden alle Kunden einem dieser drei Segmente zugeordnet: Privatkunde, professioneller Kunde oder institutioneller Kunde. Ein Privatkunde genießt ein höheres Schutz- und Informationsniveau als die anderen Kundenarten. Zur Bestimmung des Risikoprofils berücksichtigt der Vermögensverwalter die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden in Bezug auf die relevanten Finanzinstrumente, dessen finanzielle Situation und dessen Anlageziele. Die dazu benötigten Informationen werden nach gängiger Marktpraxis mit einem Fragebogen zum Kundenprofil ermittelt, den der Vermögensverwalter im Gespräch mit jedem Kunden einzeln ausfüllt. Anhand der darin enthaltenen Angaben bestimmt der Vermögensverwalter das Kundensegment sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Hinblick auf verschiedene Anlageklassen. Aus dem Fragebogen geht auch hervor, welches Risikoniveau auf einer Skala von 1 bis 5 der Kunde aufgrund seiner finanziellen Situation und seiner Anlageziele tragen kann. Das ermittelte Risikoniveau wird anschließend mit dem Risikoniveau der Finanzinstrumente verglichen, das ähnlich bewertet wird. Das Ziel ist, Kunden vor Anlagen zu schützen, die für ihr jeweiliges Risikoprofil nicht geeignet sind.